Hey Leute, ich bin Jan von den Magic Buddies und heute habe ich was zu verkünden. Heute ist der 1. April und das ist kein April-Scherz, denn den ganzen April lang, alle 30 Tage, wird ein Video hochgeladen oder mindestens ein Video, auf jeden Fall jeden Tag wird ein Pack Open of the Day kommen. Darunter ein Pack englische Magic Tags, womit ich heute anfangen werde. Dann deutsche Magic Tags, Magic Tags extra, Sticker, Bundesliga Chrome, alles Mögliche. Und ich hoffe, dass euch gefällt es. Wenn ja, dann gebt doch auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, ob ihr das eine gute Idee findet. Und dann fangen wir an. Englische Karten hier, 10er Päckchen. Was sehen wir hier? Lallana, Townsend, Aguero und Gardner. Und dann Duo-Karten und Record Breakers in jedem Pack. Man of the Match in jedem zweiten Club. Logos in jedem vierten, 100 Club 100, in jedem 31. und limitierte Auflagen in jedem 50. Und dann öffnen wir das jetzt mal. Also 10 Karten sind drin. Und dann fangen wir mal an. Als erstes von Newcastle United Angreifer Ayoze Perez mit 67 Angriff. Dann als nächstes von Stoke City Mittelfeldspieler Victor Moses mit 69 Angriff. Dann von QPR Leroy Fair mit 65 Verteidigung und 69 Angriff. Dann von Tottenham Hotspurs Eric Dier mit 74 Verteidigung. Dann als nächstes von West Ham United Winston Wright mit 75 Verteidigung. Dann als nächstes noch richtig starke Karte von Chelsea-Verteidiger Gary Cahill mit 89 Verteidigung. Und dann noch von Sunderland-Mittelfeldspieler Adam Johnson mit 76 Angriff. Kommen wir zu den Special-Cards. Da sind sogar drei Stück drin. Ich glaube, das passiert zum ersten Mal für mich bei den Englischen. Bei den Deutschen hatte ich das ja schon ein paar Mal. Fangen wir an mit einem Record-Breaker Emily Heskey. Hier mit 82 Angriff. Hier, ich glaube, hat für Liverpool gespielt. Dann haben wir ein Club-Logo. Und zwar ist das von Tottenham Hotspurs. Richtig nice. Und dann noch ein Man of the Match. Hier von Tottenham Hotspurs. Ebenfalls Emmanuel Adebayor mit 89 Angriff. Ja. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wenn ihr die Idee gut findet, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und ja, auch abonnieren nicht vergessen. Und ja, auf jeden Fall, wenn wir die 100 Abonnenten schaffen, gibt es irgendwas Besonderes. Also, wahrscheinlich ein Gewinnspiel oder so, wo ihr richtig was gewinnen könnt. Und auch noch, ich hab schon ein paar Ideen. Auf jeden Fall. Können wir das bald mal schaffen? Also auf jeden Fall teilt das Video, zeigt es euren Freunden oder zeigt den Kanal euren Freunden und wenn es denen gefällt, sollen sie es einfach abonnieren und weil wie mehr Abonnenten, so mehr Videos können wir machen oder also haben wir die Motivation, so mehr Videos zu machen, weil wir sehen, wir erreichen mehr Leute und ja. Dann können wir größere Projekte machen und ja, dann sehen wir uns bald wieder hier bei den Magic Buddies und zwar schon morgen mit dem zweiten Pack of the Day. Ciao.